Hallo und herzlich willkommen zum ersten Part von Mario & Rabbids Kingdom Battle. Wir starten ein Spiel. Und ich hatte hier schon eins gespielt, damit bin ich jetzt mal Welt 1 durch. Das liegt daran, dass ich das gespielt habe, als ich schon unterwegs war. Und wir sagen, wir starten mit Datei 2 leer. Ich vergesse erstmal nichts. All right, Beepo. That ought to fix the overheating problem. Can you believe it's been 3 months since Tech Magazine put me? Okay, us on the cover? The Super Merge takes item A and item B and combines them to create item C! Ugh, if only it were that easy. The article says nothing about dark matter, space-time manipulation, practical applications, nothing! I mean, the Super Merge could solve the energy crisis, Beepo! Watch! Sorry, Beepo. Let's take a break and come back at this overheating thing fresh, okay? Und das war das Intro. Ich finde ein witziges Intro. Es geht noch was weiter. Warum habe ich Ohren? Ich hoffe, du bist zufrieden.
ich damit? Mario und Rabbids Kingdom Battle. Nicht gefangen. Die armen Gumbas. Irgendwie haben sie es verdient, aber irgendwie tun sie auch leid. Ziggy, rasende Rabauken. Diese Rabbits, sie scheinen um den Chaos und durcheinander anrichten zu wollen. Sogar noch mehr als üblich. Anders als unsere beiden Freunde hier. Sie scheinen sie von diesem Rabbit mit dem Superfusionierer verdorben zu sein. Könnte der Superfusionierer unterwegs Schaden genommen haben? Falls ja, schweben wir alle in fürchterlicher Gefahr. Mario, wir müssen diesen armen Rabbit finden, der mit dem Headset verschmolzen ist. Er ist der Schlüssel. Retten wir ihn, retten wir vielleicht diese Welt. Ja. Und damit geht's auch los. Hier auf der Uhr kann man Münzen sammeln. Was hieße? Ja, Gumbas angucken. Ein schockierendes, wenn auch erhaltendes Beispiel für das Chaos, das diese Verschmelzung beider Welten verursacht hat. Ja, die kleben hier überall fest. Hier noch ein paar Münzen. Und wir werden beschossen. Helft mir. Ich komme nicht frei. Danke. Vielen Dank. Eine Nachricht? Oh, was ist denn jetzt? Ich habe gerade eine Nachricht erhalten. Lieber Bibo, dessen Mut und Intelligenz und Mitgefühl ein leuchtendes Vorbild für uns alle ist. Falls mein Timing stimmt, brauchst du dringend Hilfe. Bitte öffne diese Anhänge dieser Nachricht. Ihr Inhalt ist überaus nützlich. Das versichere ich dir. Gezeichnet ein großer Fan. Von zum Beispiel an Bibo. Das sind unsere Waffen. Wow, als in der E-Mail von Anhängen die Rede war, dachte ich, es handelt sich um Katzenvideos oder so. So Leute, seid ihr bereit zurückzuschlagen? Das will ich doch meinen. Lerne die Grundlagen. Aufgepasst. Meine Sensoren erfassen zwei Gegner auf dem Schlachtfeld. Einer steckt hinter einem Teil Hindernis. Seine Trefferchance beträgt 50%. Bei dem Freistehenden sind es 100%. Du kannst mit dem linken Stick durch die Ziele schalten und A, um auf die Ziele, die ausgewählt sind, zu schießen.
Mach ich das mal. Schaden, der ist weg. Und da ist Lucy schießen. Hat er nicht getroffen. Und Rabbit Peach. Getroffen. Gut. Dann sind beide weg. Und haben gewonnen. Ein von Anzügen. Das ist, glaube ich, nichts mehr, was zum Einsammeln ist. Die nächste Schlacht. Feiglinge, entdecken Sie alle hinter einem Hindernis. Von hier aus beträgt unsere Trefferchance 0%. So treffen wir nicht. Wir müssen sie von der Seite angreifen. Bewege dich mit dem linken Stick über das Schlachtfeld und bringe dich für einen Schuss mit einer Trefferchance von 100% in Stellung. Ich stelle mich mit Mario mal hier hin. Schieß auf. Also Luigi gehe hier hin. Und schieße auch. Dann ist der erste Gegner da. Ich weiß auch schon, dass man ja halt eigentlich aus Raserei Schaden machen kann. So kommt aber doch, glaube ich, noch was. Man kann aber auch springen. So kann ich das jetzt hier hinstellen. Deutlich. Und wir schießen. Jetzt ist der dran. Kann auch beschleunigen. Du schießt einmal für Luigi. Und dann können wir mit Rabbit Peach uns hier irgendwo hinstellen. Wo wir treffen. Genau hier. Das mache ich mit Rasereischaden. Dann ist der nämlich jetzt auch tot. Schlacht gewonnen. Und wir werden geheilt. Kapitel 1. Komische Helden. Geschafft. 400 Münzen Belohnung. Und weiter geht's. Ich kenne die Blöcke aus dem Keller. Ich hoffe, die Statik hat sich durch den Superfusionierer verbessert. Aber ich bezweifle es. Könnte man meinen. Ich glaube, ich gehe zuerst hier links. Yep, dann hier ist eine Kiste. Mit einem Bild, Wetterwelt. Du hast ein neues Objekt gefunden, das du irgendwo anziehen könntest. Da sind auch ganz viele kleine Easter Eggs. Hier ist zum Beispiel ein Powerblock, den man auch aus Mario kennt. Okay, nicht wirklich Easter Eggs. Eine verstopfte Röhre. Dann geht es geradeaus weiter. Lass mal ein Selfie machen. Da, am Himmel, seht ihr das? Es begann in dem Augenblick, als die Rabbits in Pilzkönigreich teleportiert wurden. Die Energie, die nach dem Sieg über einen Gegner nach oben schwimmt. Ich frage mich, eng und mehr diesen Rabbit mit dem Superfusionierer-Headset einzufangen. Er ist der Schlüssel, um das zu stoppen. Ich bin ganz sicher. Hier können wir nicht durch. Da sind nämlich Blöcke, die man eigentlich schon weiter mit ein bisschen weiß, dass man einen Schalter dafür braucht. Deswegen ist der Anfang jetzt nicht mehr blind. Ja, ich werde, denke ich mal, noch hier die Sachen hier lösen. Und viel mehr werden die nicht schaffen. Rote Münzen kennt man auch aus Mario Bros. Und so.
eine goldene Truhe mit. Krawallbiene für Mario. Hier, das sind diese Schalter. Gehen die zum Beispiel auf. Ob man jetzt auch reingehen kann durch diese Röhren. Und einen blauen Schalter. Und Münzen. Haben wir fast 54 Münzen. 442 haben wir bis jetzt. Hier links ist noch ein Schalter. Ein roter. Dann können wir hier zu dieser Röhre. Die uns auf eine geheime Insel führt. Wieder mit Geld. Und ein Modell. Mit Mario als Modell. Und wieder zurück. Hier ist sonst eh nichts. So solche Enten. Dann gehe ich jetzt zurück. Und genau hier die blauen, das können wir hier hin. Dadurch können wir dann nach hier hinten. Und noch ein Geld einsammeln. Die grüne Tür öffnen. Und hier ist noch eine Kiste, die habt ihr eben gesehen. Und Musik. Große Ouvertüre, wenn das so ausspricht. Dann trinken wir noch was. Können wir jetzt auch hin. Klar, Chigi. Auch als Chigi, soweit ich weiß. Dann gehe ich hier weiter. Ein bisschen. Hier ist das zweite Kapitel. Seid gegrüßt, ihr dürft an zu der Pri. Wir sind. Die Spukschmörder Legion. Warum hast du das getan? Hmpf. Nachdem die seltsame Kreatur mit diesem Headset hier auf Kreuz ist, sind diese Kerle die Einzelplage geworden. Ich versichere dir, diese Rabbits sind nicht so wie ihre Kollegen. Oh, nun, wenn du ihn aufhalten kannst, sei dich mit Freude entlohnen. Er erwischt seine Brüder links und rechts und macht sie richtig bösartig. Ich nehme nicht an, dass du mitkommen und uns helfen willst. Sorry, Leute, aber es wird Zeit, dass diese Blume in den Untergrund geht. Und tschüss. Kapitel 2, Flower Power. Ich glaube, den Kampf machen wir noch. Über Bibo. Wer siegen will, muss üben. Bitte arbeite an deinen Bewegungsfertigkeiten. Nur so kannst du die Oberhand über diese verflixten Rabbits gewinnen. Ich habe gerade ein paar Vorschläge hochgeladen, die dir helfen werden, dein Team anzuführen. Beeil dich. Gezeichnet dein größter Fan. Einfach Modus kann man auch einstellen. Den will ich jetzt aber nicht. Unterwegs kannst du mit Raserei Schaden zufügen. Wähle ein Feld mit einem Gegner aus und drücke A. Mit einem Teamsprung kannst du einen größeren Radius abdecken. Wähle ein Feld mit einem Verbündeten und drücke A. Jetzt ist eine epische Kombination angebracht. Greife einen Gegner mit Raserei an und dann führe einen Teamsprung aus. Dann Raserei mit Mario. Und springen mit Travis Luigi.
schon ein bisschen offen rum. Aber der Rabbit kassiert auf jeden Fall. Ach, doch noch dashen können. Egal, jetzt wird der noch gedasht. Und dann wird... Hier, zu den Tiger gesprungen. Zwei Sluiti. Und hoffentlich nehme ich ihn raus. Ja, das reicht. Und der fragt jetzt auch. Gut. Wieder schneller. Ha, getroffen. Nee, das bringt auch nichts. Gehen wir hier nach vorne. Da können wir hier nämlich springen. Dann geben wir einen Koffer. Nice. Und genau. Und Luigi kann auch springen. Und dann auch Angriff. 22 reicht genau. Dann wäre es auch gewonnen. Auch von 4 Zügen. Heißt, ist geschafft. Und dann würde ich sagen, war es das für diesen Part. Macht's gut und bis zur nächsten Folge Mario und Rabbids Kingdom Battle. Macht's gut. Ciao.